Hallo Gamer-Freunde und Ladies, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Shadow of the Tomb Raider hier direkt live aus der Gaming Lounge mit mir, eurem Gastgeber Twitcher, und wir springen direkt ins Grüne. Ich grüße euch, Fallpeilung, wie geht's? Ja, und du hast den Text verkackt. Wie ging das Ganze nochmal? Ja. Na, 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 oder so, nicht wahr? Ja. Ja, das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben. Freunde und Ladies, ja, wo sich die Zwillinge finden, wo die Zwillinge sich finden, die Ruinen finden, ja, kartenmäßig, was ist da los? So, hier sind wir drin. Okay, wir sind jetzt hier und für die anderen Sachen brauchen wir die Schrotflinte. Da können wir noch nichts machen. Hier ist noch der Monolith, da fehlt uns noch ein paar Sachen. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal zum Adler. Und können wir jetzt hier rüber gehen oder hier? Da unten ist schon so ein Sprengfass. Naja. So. Lara ist wieder gut in Form, hat sich auch schön ausgeruht. Moment, ich gehe mal kurz ins Basislager rein. Okay, alles klar. So, hier geht's hoch. Mal gucken, hier lang und dann hier rüber. Oder doch hinten rum. In Yendos. Gibt's was Neues? ¿Es nueva? Debería hablar con Abigail. Insiste en hablar con los recién llegados. ¿Du meinst Abby? Wir kennen uns. Sie war sehr hilfreich. Esa es nuestra Abigail. Siempre lista. Ja, Abby ist jetzt mit Jonah zusammen. Den kriege ich nicht mal los hier. Hoffentlich hilft er mir dann noch. So, Moment mal, jetzt mal gucken hier. Ach, dann kann ich hier rumgehen? Ja. Guck gerade, Film. Komme ich später wieder. Ja, alles klar. Welcher Film? Wie heißt der? Kommt heute was Besonderes? Ach ja, heute wollten sie ja irgendwelche Spezialfilme raushauen. Der Händler. Können wir denn schon wieder was nachrüsten? Guten Tag. Mire lo que tengo. So, was ist auf jeden Fall noch sinnvoll? Das Outfit können wir uns noch gar nicht. Aber wir haben das ja schon so mitgefunden. Wir brauchen bloß noch die Aktualisierung dazu. Pistolenvisier? Ja, das nehmen wir mit. Yep. Excelente lección. Ja. Un placer hacer negocios con usted. Petita. So, der ist immer hier, hä? Das ist immer der eine, der im Shop immer irgendwo ist. Genau wie im Barbershop. Das ist immer irgendwo einer hinten. Besonders in indischen Barbershops. Jonah, hier sind Inka-Ruinen, aber ich glaube, das Fundament des Tempels ist... Star Wars, das Imperium schlägt zurück. Oh ja. Es ist irgendwo im Tempel. Sehr gut, sag ihr danke. Wir müssten wirklich mal einen Film machen über die ganz alten Sith und so weiter. Da gibt es ja sehr viel im Netz, aber das finde ich mega spannend. Weil es eben nicht so beleuchtet wird. So, hier ist das andere Lager. Können wir was nachrüsten? Vier Stück? Hier können wir noch was machen. Jawohl. Was da hinten? Jagen, erlegen. Erlegen Sie heute. Was? Erlegen Sie und häuten Sie Tiere um Ressourcen und Herstellung von Ausrüstung. Ja, ja, genau. Ich frage mich, ob das dahin verbunden ist. Nee. So, bis dann. Ja, alles klar, bis dann. Spring dann wieder rein. Aber der Film geht doch ein paar Stunden, oder? Na, hoffentlich bin ich dann noch live. So. Aber viel Spaß wünsche ich dir, ja? Die dunkle oder die helle Seite. So, okay. Okay, okay.
Da hinten. Ach, da ist der Strahl. Komme ich denn wieder hier hoch? Ja, das schafft sie, oder? Na klar. Explosives, ja. Ah. Hier haben wir noch ein paar Sachen. So. Voll. Aber sie nimmt es trotzdem mit. Okay. Können wir irgendwie dazwischen schwimmen? Nein. Okay, das ist nur ganz klein hier. Alles klar. Ja, wir können jetzt länger die Luft anhalten. Wir können jetzt schneller schwimmen. Also man merkt auf jeden Fall den Unterschied als zum vorherigen. Da hinten. Okay, da müssen wir wahrscheinlich dann ein Stück außen rum gehen. So. Ah, was ist das? So. Okay, hier ist immer Schlange abgebildet. Da hinten? Moment, kann ich hier durch? Nein, hier geht's nicht lang. Na gut, wir gehen erstmal in die Richtung. Hier sind wir da. Von außen viel größer aus. Was hast du gemacht? Jonah, sieh mal. X-Chell und Chuck-Chell. Die Zwillinge werden wieder vereint. Was ist? Lara! Was? Nichts kaputt machen, hat Abby gesagt. Ich mach nichts kaputt. Ich restauriere. Ja, genau. Das wollte wohl jemand verstecken. Die Zwillinge werden wieder vereint, bevor sie dem Pfad der Lebenden folgen. Das wurde manipuliert. Genau wie das Ding in ja. Das muss ein Hinweis auf den Tempel des Lebens sein. Geh, ich warte hier. Vielleicht finde ich noch mehr. Klingt gut. Ja. Okay, mit Mechanik. Boah, es ist spannend. Wow, was für ein Ausblick. Oh shit, was machen die? Verdammt. Trinity ist schon da und sie sprengen sich den Weg frei. Ich versuche ihnen zu folgen. Die Pfad der Legenden den Tempel erreichen. Die sprengen sich nur den Weg frei. Das wird deppen. Ja, Jonah, komm doch mit. Ich glaube, da ist nichts mehr. Schwalbensprung. Ey, drücken Sie A, um zu springen, und dann drücken Sie B, um einzutauchen. Na, das wollte ich doch die ganze Zeit machen. Jawohl. Aha. Coole Sache. Da hinten ist noch was.
Ah, Golderz. Gold. Wow, 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 Trinity. Operation Einsamer Wolf läuft. Trucks unterwegs. Warum auf einmal so hektisch? Dr. Dominguez ist hier in Peru. Ist das Grund genug für dich? Ja, Commander, tut mir leid, Sir. Ja, vielleicht ist es ja, vielleicht ist es auch nicht. Sind aber keine Piranhas, oder? Nein, Papageifische. Die Drohnen waren unerwartet schwer und scharf, aber das Boot ist okay. Das war knapp. Gut, dass du da bist. Wir haben ein Problem. Der Generator schon wieder? Bin dabei. Karte Lebenden an den Trinity-Truppen vorbeikommen. Weg mit dir. Lautlos. Wow, wow, wow. Der Commander kriegt das alles wieder hin. Das sollte ich jetzt nicht alles einsammeln. Die nimmt es ja mit, aber dann. Kann ich kurz auftauchen? Sie sind 5 Meilen flussabwärts. Signal ist stark. Ich gebe Bescheid. 2, 3, 4. Moment mal, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir. Das ist nicht so einfach hier, weil der ist ja dann dort. Wir müssen ein bisschen hier. Wow, wow, wow! Vorsicht! Ja, es geht nicht so gut hier. Kann ich mich hier hochklettern lassen? Nein. Auch voll. Wir konnten sie nicht erreichen. Das war vor einer Stunde. Oh Mann. Ich weiß nicht. Weißt du warum? Weil Wow, wow, wow. Oh shit. Nicht töten. Ah, verdammt, da war auch noch einer. Schnell weg hier. Weg, 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 weg. Okay, Heilung geht nur, wenn wir stehen. Komm raus! Bringen wir es zu Ende! Leckst du deine Wunden? Na, wenn ich dir Wunden gebe, kannst du nichts mehr machen. Feinde töten, die nach Lara suchen. Ungesehen, glaube ich, oder? Ah! Stelle
Weg, 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 weg. Ja. Ganz gern die Waffe ablegen. Was? Nee, wir müssen hier rüber. Oh, shit. Gut, dass wir alles gleich einsammeln, wenn wir den umgebracht haben. Lautlos Kill, Fertigungspunkt. Fähigkeitenpunkt. Okay, jetzt können wir endlich wieder heraus. Moment, da ist doch noch einer. Das ist der Zoom, ja? Ja. Alright. Ja, hier müssen wir einsammeln, weil wir den ja nicht lautlos zur Strecke gebracht haben. Hier, gehen wir direkt mal hier vor. Das Federn. Öl oder so. Endzeit. Gottes Versprechen gegenüber Noah, er würde diese Welt nie wieder zerstören, kann so gedeutet werden, dass er der Meinung war, die Menschen hätten ihre Lektion gelernt. Aber haben wir das? Eine andere Deutung wäre, dass er der Menschheit selbst die Kraft der Zerstörung gewährt hat. Wir sind verantwortlich für alle lebenden Seelen, die jetzt jedoch verdorben und abgestumpft sind. Es ist 4000 Jahre her, seit die Welt zuletzt echte Reinheit gesehen hat. Und wir haben vor, das zu ändern. Wir werden die Architekten einer neuen Welt sein. Wir werden allen den Weg ins Himmelreich ebnen. Wir werden dieser sündigen, verwerflichen Welt ein Ende bereiten. Ja. Okay. 4000 Jahre. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, hier ist eine Trinity-Basis. Okay. Dokument. Jonah, was ist hier passiert? Ich sagte, nichts kaputt machen. Abby, ich kann's erklären. Ich melde mich wieder, Lara. Mach bloß keinen Blödsinn. Ja. Zu spät. Basislager, yep. Für einen Punkt. Ich glaube, das sind echt zwei Punkte. Ja, wir müssen. Kampf mit Feinden. Das Zielen auf den Kopf eines Feindes aktiviert die Kopf. Treffer Zielunterstützung. So, was haben wir hier? Schlauer Fuchs. Ne, wir warten nochmal, dass wir noch einen weiteren Punkt bekommen.
Moment, was ist eigentlich mit dem Outfit? Und hier Upgrades. Drei Upgrades. Oh ja. Ich sehe hier gar keinen Unterschied. Nur Schaden. Präzision. Gegengewicht. Die Beschwerdemündung stabilisiert die Waffe beim Abfeuern, reduziert den Rückstoß, ja. Ach, dann können wir die zwei überspringen. Wow, Brett. Oh. Ökonomischer Griff. Der lederumwickelte Griff ermöglicht einen komfortablen Halt und gleicht den Rückstoß besser aus. Ja, nehmen wir gleich mal mit hier. Präzision Maximum. Coole Sache. Was haben wir hier noch? Feuerrate. Ja, gehen wir auf die Feuerrate. Ja. Okay. Sehr schön. Und die VK Mark II. Ein Upgrade. Was können wir da machen? Dann bleibt ja nur hier. Dieses. Präzision. Ja, die Unterschiede sollte man schon sehen. Ein lederumwickelter Schaft gewährleistet mehr Komfort und eine verbesserte Rückstoßstabilität. Ja. Individueller Griff. Der verbesserte Griff ermöglicht ein besseres Halten und gleicht den Rückstoß besser aus. Jawohl. Also das muss ich sagen, finde ich echt gut, dass das schön geteilt ist mit den Upgrades. Nicht, dass man sagt, hier haben wir jetzt alles verwendet und dann ja, haben wir gar nichts mehr. Das ist echt gut gemacht. Ja. Das ist ja dasselbe. Okay, was haben wir hier? 7 Meilenstiefel. Okay, da brauchen wir noch die Tiere. Bin ich ja mal gespannt, wie das dann wirkt. Feinde brauchen länger, um Lara zu entdecken und als Bedrohung zu identifizieren. Das ist gleich. Aber die Beine? Rennen ist leiser, wodurch Lara schwieriger zu entdecken ist. Oder zu hören. Gewährleistet zusätzliches Fett, Schwarzpulver und Bergungsgut aus jeder Quelle. Achso, wir bekommen dann mehr Materialien. Naja. Jetzt mal schauen. Ja. Alles klar. Achso, Moment mal. Kopfbericht, ein offizieller Bericht von Trinity.
Die junge Croft ist aktiver und weniger vergeistigt, als es ihr Vater war. Trotz ihrer Intelligenz geht es ihr bei der Suche nach Artefakten nicht so sehr um deren Bedeutung und Geschichte, während sie gleichzeitig deutlich mehr Risikobereitschaft zeigt. Ohne eigene Kinder oder Familie kann sie sich gänzlich auf die Verfolgung ihrer Ziele konzentrieren, wobei ihr Verhalten teilweise an Besessenheit grenzt. Ein Umstand, der sie mitunter impulsiv oder unberechenbar erscheinen lässt. Wir sind dennoch der Überzeugung, dass sie aufgrund ihrer Tatkraft und Persönlichkeit leichter zu beeinflussen sein und eher Ergebnisse liefern wird, wenn man ihr größere Herausforderungen in Aussicht stellt. Sollte sie darüber hinaus Informationen besitzen, die Richard Croft möglicherweise vor Trinity zurückgehalten hat, wäre dies schlicht ein Bonus. Ihre Rekrutierung wird von uns nachdrücklich empfohlen. Was? Trinity wollte uns rekrutieren? Aha, aha, aha. Sieh an, sieh an. Okay. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Warum riegeln wir eigentlich alles ab? Weil Commander Rourke den Bereich halten will. Keiner darf rein oder raus. Das weiß ich, du Klugscheißer. Aber warum? Das übersteigt meine Besoldung. Vielleicht kann uns nachher das Aufklärungsteam etwas mehr sagen. Okay. Kann ich hier rumgehen? Nein. Schlammlöcher. Was steht hier? Halten Sie X, um sich selbst mit Schlamm zu bedecken. Schlamm erschwert es Feinden, Sie zu entdecken, vor allem, wenn Sie getarnt sind. Cool. Städte gesäubert, ein Bericht über ein anderes Suchgebiet von Trinity. Einsatzbericht an Dr. Dominguez. Suchgebiet Matharuni Huyana. 5,816-59,468158. Beweise für eine Migration der Maya entdeckt. Gebiet stellte sich nach weiteren Untersuchungen als Sackgasse heraus. Durchgeführte Maßnahmen: Überflutung des Ortes durch Umleitung des Flusses, Eliminierung der angeheuerten einheimischen Arbeiter, Vernichtung sämtlicher Hinweise auf unsere Anwesenheit. Sonstiges: Unruhen in einem nahegelegenen Dorf. Tödliche Reaktion erforderlich. Gebiet abgeriegelt, Ort überflutet. Natürliche Ursache vorgetäuscht. Mediale Verbreitung der Geschichte über den Anstieg südamerikanischer Flüsse infolge des Klimawandels eingeleitet. Die sind so krass. Einfach mal die ganze Geschichte hier rausgetilgt. Boah, Trinity, ey. Die müssen weg. Ganz weit weg. Warte mal kurz. Kann ich hier schon irgendwas sehen? Okay, dann. Schlammtarnung. Verschmelzung und Überraschung. Können wir das nochmal machen? Alright. Horvenir, hier ist Commander Rourke. Ist die Abriegelung erfolgt? Unbedeckte Wände. Es ist fast geschafft. Alle Zugangspunkte und die meisten Barrikaden sind. Selbst voller Schlamm sind sie getarnt. Das ist nicht gut genug. Sichert den Bereich sofort. Das ist so cool. Ja, Sir. Darf ich fragen, Sir, was los ist? Aufklärungsteam ist unterwegs. Rogue out. Ja, du darfst nicht fragen, was los ist. Wie viele hat's dort erwischt? Rambo. Ein lautlos Ausschalten aus einer Schlammwand ausführen. Cool. Dieser Scheißort. Da ist noch einer.
Wir sollten nicht vom Schlimmsten ausgehen. Vielleicht sind sie okay. Was zur Hölle geht hier vor? Keine Ahnung. Ist hier oben einer? Langsam. Die sind runter und nicht mehr raufgekommen. Wow, nicht so laut. Lacher. Da sind welche. Sollten wir nicht jemanden schicken, der sie sucht? Rock war eindeutig. Keine Suche, bis das Aufklärungsteam hier ist. Der letzte Kontakt war vor fast einer Stunde. Der Commander lässt seine Leute nicht im Stich. Wenn er sagt, oben warten, hat er dafür gute Gründe. Oh, oh, oh. Hier sind zu viele Gebäude. Beschissene Sichtlinien. Ja, gut für uns. Oh, schön, wie sie zum Messer wechselt. Ich verstehe nicht, wie das passieren konnte. Kommen die gerade hier oder was ist denn hier los? Oh oh. Was zur Hölle geht hier vor? Abgesperrt? Dieser Scheißort. Huhu, das war knapp. Hey, willkommen zurück. Das ging aber schnell. War das eine Kurzfassung? Willkommen zurück. Oh, das ist ja fast wie im Startbildschirm hier. Okay, können wir den mitnehmen hier? Ich verstehe nicht, wie das passieren konnte. Ja, ja, ja. Bis Schluss. Das Aufklärungsteam soll sich beeilen. Oh shit! Oh! Wow, der lebt noch. Jetzt ist er weg. Naja, keine Lust mehr, zu oft geschaut. Okay. Kennst den Film auswendig. Okay, das hat ganz gut geklappt. Und zum Glück haben wir den hier rumgezogen. Wow, Vorsicht. Okay, das Gebiet ist abgeriegelt. Jetzt müssen wir auf das Aufklärungsteam warten. Findest du das nicht etwas merkwürdig? Es gab unten ein Problem, aber wir schützen uns gegen eine Bedrohung von oben. Alles wie gewohnt. Falls doch etwas schieflaufen sollte, könnte es fast alles sein. Wir kontrollieren auch den Tempel. Ich weiß nicht. Erst hatten wir Alarmstufe Gelb in einem bekannten Bereich und jetzt haben wir überall Rot. Wir haben auf alles überreagiert, seit dieser Sturm getobt hat. Ja, mit Apokalypsen darf man nicht übertreiben. Okay. Grabraub. Nana würde sagen, wir haben es verdient. Okay, da steht er auf. 3. Oh oh. Warte mal, kann ich. Da kann ich rüber. Ah, was macht er jetzt? Das ist doch scheiße. Wir werden belogen und haben deshalb vielleicht schon Leute verloren. Ganz ruhig. Wenn es etwas gibt, das wir wissen sollten, hätte man es uns gesagt. Und Rogue würde nicht lügen. Er nicht, aber er ist nicht der Boss. Dominguez hat das Sagen und der fiese Mistkerl hat einen Gottkomplex. Ich traue ihm auch nicht hundertprozentig. Aber selbst wenn er Einheimische von hinten ersticht, zu uns war er immer... Ja, am Ende, ja. Am Ende wird es euch zeigen. Ja, ja. Dann zeigt euch, wie viel ihr wert seid. Der guckt genau hier rüber, der andere. Das ist ein bisschen blöd. Das macht mich wahnsinnig. Ja, geh nochmal da rüber. Ich kann jetzt nicht zu dem Busch rüberrennen, weil der guckt die ganze Zeit hier. Was ist da unten passiert? So, du bist jetzt allein und... Tschüss. Durch was? Da unten ist nichts. Sicher?
Wir haben etwas gesucht. Vielleicht haben die es gefunden. Muss mal ranzoomen. Ah, der guckt hier rüber. Jetzt könnte es vielleicht klappen. Jawohl. Haha. So. Hier können wir hoch. Ja. Jawohl. Aufpassen, dass nicht hier oben einer steht. Das waren gute Männer. Sind. Das sind gute Männer. Okay. Da ist die Tür, da müssen wir dann durch. Hier unten. Ja, komm her. Und tschüss. Verdammt nochmal. Hat er das gemerkt? Der merkt nichts. Okay. Ja, ah, wie sie das Messer zieht. Cool. Okay, okay. Wie machen wir denn das? Das Aufklärungsteam macht das schon. Genau, die machen das schon. Wenn ich den ausschalte, dann sieht er das von dem. Dann kann ich ja mal... Das waren gute Männer. Sind. Das sind gute Männer. Ja, ja. Oder Moment, wir machen mal, genau, wir machen mal einen Feuerangriff. Moment, Feuer. Bist du bereit? Ein Einsturz zu tief runter. Bam! Wir erleiden Verluste. Haha. Okay, das ging zügig. Jetzt ist Schluss. Ah! Jonah, Commander Rogue ist hier in Peru. Wie ein Schatten. 25 Lautlos-Kills durchführen. Nice. Ja, ich werde nachsehen, was sie gefunden haben. Rogue war dabei, als Dominguez in Cozumel den Dolch genommen hat. Sie müssen herausgefunden haben, was der nächste Schritt ist, um die verborgene Stadt zu finden. Ah, die verborgene Stadt. Ja, ja. Mit Strategie und Taktik. Schaffen wir das hier? So. Lass doch mal alles mitnehmen. Ah, das ist das Öl. Hier ist zu, da geht's weiter, da ist nur die Flasche. Ja, da haben wir alles. Und hier geht's rein. Pfad der Lebenden, die Ölquelle untersuchen. Achso. Okay, wie jetzt hier einfach so runter? Was? Wow, wow, no! Alles klar, okay. Nicht, dass wir hier an dem Schild aufgespießt werden. Sind günstig gefallen. Hier hat ein Blutbad oh, ja. gefunden. Was ist passiert? Ja, gute Frage. Die sind wahrscheinlich nicht so gut runtergesprungen wie wir. Okay, das sieht schon heftig aus. Hier haben wir nochmal Öl. Öl und Feuer. Wunderbar. Ja, schön knusprig, schön braun. Was haben wir hier? Tempeluntersuchung, Trinity Bericht über die Ausgrabung des Tempels des Lebens. Ja. Dr. Dominguez, möglichen Zugangspunkt zum Tempel außerhalb von Kuwakyaku entdeckt. Ausgrabungsequipment ist unterwegs. Die brauchen noch mehr. Ja, meist natürlich Sprengstoff. Die sprengen sich ja durch alles durch. Das ist nicht so der gute Weg. Okay. So. Ja, da lang und hier lang. Ah, hier ist noch was. Karte. Ah, Ergänzung, okay. Dokument. Monolith.
Karte verschwindet. Oh, hier. Oh, schön. Ja. Oder sind nochmal ein Jaguar? Oh oh. Und die sind schon richtig gut gepanzert hier. Ja. Hier noch irgendwas? Nein. Aha. Fähigkeitspunkt. Yes. Nummer 2. Okay. Tempel des Lebens. Vom Tod zum Leben, vom Neumond bis zum Vollmond dient dieser Tempel als Wächter der Schatulle. Oh ja, Schatulle. Also ich bin echt mal gespannt, was die Schatulle eigentlich ist. Ich denke nicht, dass die Schatulle im eigentlichen Sinne Schatulle ist. Ja, das ist nun vorbei hier. Ew. Ja. Oh. Wow, 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 was ist das? Jonah, ich bin jetzt im Tempel. Ich glaube, wir haben hier auch was. Einige Zahlen. Ich überprüfe das. Okay. Box der Pandora, ja, sowas in der Art, nicht wahr? Gute Pandora. Oh, hier, großes Maul. Pfad der Lebenden, einen Weg finden, das Tor zu öffnen. Na, vielleicht. 2000 Goldstücke. Ey, super, einen Weg finden, das Tor zu öffnen, alles klar. Trinity, die sind so blöd. Wir müssen alles immer zersprengen. Ich brauche passende Symbole. Oha. Die Zahlen auf den Säulen scheinen Anfänge von Daten zu sein. X-Chell ist links, Chuck-Chell ist rechts. Moment mal, was ist jetzt? Moment, warte mal. Wie sieht es hier unten aus? Ach, dann geht's hier. Ich brauche passende Symbole. Zoom ist immer gut zum Gucken. So. Wie ist denn das jetzt hier eigentlich? Aha, aha. Na dann. Wow, okay. Vielleicht schaffe ich es, diese Türen zu öffnen. Ja. Also hier kann ich jetzt nichts machen. Ich muss lange und dann. Was ist das? So ein. Was hat der vor dem Gesicht? Und dann drei von denen. Bleibt es offen, dann kann ich vielleicht nochmal reinzoomen. Wow, 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 hier. Okay, kalt wird uns nicht. Schauen wir mal hier. Punkt 3. Hier haben wir nur 2. 3 Strich. 8. Hm. Lara, was sagst du dazu? Ja? So? Ah. Okay. Wow, wow, wow. Ja, ja, ganz ruhig. Moment mal. Die Symbole müssen passen. Ja, ja. So, jetzt habe ich das so gedreht. Aber
Ich habe ja immer drei, also kann ich jetzt nur... Moment mal, zählt das... Zählt das eigentlich mit? Dann habe ich ja drei von denen hier. Moment mal, ich muss mal kurz gucken. So, wenn ich jetzt hier weiter... Was passiert denn dann? Was? Aber ich kann ja... Ich kann ja nur immer den drehen. Was? Den, den und dann brauche ich... Brauche ich normalerweise noch den hier. Das sind drei. Das sind drei. Wir haben den, den. So. Hätte theoretisch noch einer. Und bei den hier? Ist das dann auch der linke? Nein, ja gesagt, das ist dann rechts. Also vier, das. Genau, vier, das und dann. Und drei. Ja. Das hier. Das sein. Ja, ich muss mal drücken. Oh Gott, das ist bestimmt jetzt hier total falsch. Ja, genau, das kann nicht alles sein. Ah! Haha! Ja, ja. Na, alles klar. So, schön drehen. Alright. Halt, Moment. Schwarz. Schwarz lassen, freilassen. Okay. Lassen wir das mal frei hier. Geht das? Ach du Scheiße. Nein, hier ist nichts mit freilassen. Moment, da haben wir ja drei Kreis. Aber die stimmt doch gar nicht dann. Ah, hier ist schon wieder irgend so ein. Na super, wie sollen wir das jetzt lösen hier? Gut, frei ist schon mal hier nichts. Ich drücke einfach mal. Links haut es hier hin, mal sehen, was es sagt. Oder wir sterben jetzt. Das war so klar. Renn! So knapp. Ja, das war so klar. Moment mal. Das stimmt aber. Die Symbole müssen passen. Naja, die Symbole müssen passen. 3 Strich und dann der Futternapf. 3 Strich Futternapf. Okay, das ist auf jeden Fall richtig. Aber wie machen wir das hier? Wird das dann weggenommen oder? Kann ich hier noch was machen? Die Symbole müssen passen. Moment, ich muss mal gucken hier. Oder ist das hier nicht, einfach nicht sichtbar? Das sieht aus, als wäre hier nochmal dieser... Ja, das ist weggewischt. Das sieht aus wie das hier unten. Ich mache einfach nochmal einen Kreis. Oder was das ist, so eine Schale. Müssen wir mal probieren. Das links ist die Ergänzung zu rechts. So, dann... zu rechts dann mit. Moment mal, da muss ich mal gucken. Hier ist ja nichts mit Schale. Das heißt, das müsste ja das sein. Warte mal, was haben wir hier? Wir haben das, hier, Punkt, drei Punkte und dann Strich. Ne, das kann nicht sein, oder? Da ist der Strich. 3, da ist zu 4. Das zum Punkt.
Das ist der Strich. Moment, Strich. Zur Ergänzung. Warte mal. Ja, Strich habe ich. Moment, müssen wir mal probieren. Nein, schalte das links an und dann das rechts. Also die Haars. Ach, jetzt habe ich schon gedrückt. Warte, ich gucke gleich nochmal. Hey, Jonah. Hey, es hat gestimmt. Hey. So, warte, was? Nein, schalte das links an und dann das rechts. Also die Haars. Das linke Datum kenne ich irgendwo hier. Das Foto aus Cozumel. Vielleicht ist da ein Hinweis. In der langen Zählung der Maya besteht jedes Datum aus 5 Zahlen. Diese Zahl wurde beschädigt und sieht wie eine 13 aus, ist aber in Wahrheit eine 8. Das macht einen Unterschied von 2000 Jahren und vollkommen andere Positionen der Sternbilder aus. Der Sternweg führt also nach Westen, zu irgendeinem Ort in Peru. Die letzte Zahl auf der linken Säule ist eine 0. Immer die Ergänzung, ja. Was ist ergänzt, um das vollständig zu machen? Die letzte Zahl auf der linken Säule müsste eine 0 sein. Oha, oha. Hier unten, da ist nichts, was haben wir hier? Muss eine 0 sein. Eine 0. Okay, Jonah. Was ist die letzte Zahl für Chuck Chell? Waagerechte Linie mit 2 Punkten darüber. 7, oder? Danke. Was? Waagerechte Linie mit 2 Punkten? Ja. Okay, war das jetzt die Bestätigung, oder was? Jawohl! Schön ergänzt. Dankeschön. Aha. Wow. Hallo. Das ist der Adler. Nichts zum Lesen hier. Jonah. Hey Lara, hier Abby. Oh, hey Abby. Hier ist eine Wandmalerei. Es stellt offenbar etwas wie eine Reise dar. Dem Zugang durch ein Jaguarmaul folgt eine Schlange in Richtung des Silberauges. Aha. Unterwegs ist eine Spinne und ein Adler steigt zu einem Tempel auf. Okay, das meiste davon sagt mir nichts. Aber ich weiß, wo das Jaguarmaul ist. Wirklich? Ja. Katzenskulptur, große Zähne. Feuer des Lebens. Oh, er ist zurück. Die innere Kammer des Tempels des Lebens betreten. Ja, ich okay. Gehe zurück. Verborgene Stadt, eine Fotografie. Das ist der Weg zur verborgenen Stadt. Wie es scheint, werden hier verschiedene Prüfungen beschrieben. Der Zugang erfolgt durch das Maul eines Jaguars. Dann sind da noch eine Spinne und ein Vogel, der zu einem Tempel aufsteigt, der wiederum zu einer Schlange mit einem silbernen Auge führt. Ja, okay. Alles schön. Wird dir gefallen. Mittlerer Marmor-Monolith, lernen Sie alle Dialekte zu entziffern. Ich verstehe es nicht. Es ist fast wie kreolisch. Wie, was? Du hast nicht kreolisch in der Schule gelernt? Mensch, Lara, da warst du schon auf dem Internat. Das ist so, also, kreolisch, das lernt man in der 2. Klasse. Jawohl, jetzt haben wir endlich den ersten Punkt. Haha, X-Tab. Selbstmord galt bei den Maya nicht als Frevel, sondern als ehrenhafter Weg aus dem Leben aha. zu scheiden.
Indem jemand Selbstmord beging, konnte er somit die Unterwelt umgehen und direkt ins Paradies kommen. Genau wie andere, die einen ehrenvollen Tod gefunden hatten. Geopferte, so wie in der Schlacht, bei der Geburt eines Kindes oder beim Ballspiel Verstorbene. Begleitet wurde der Selbstmörder auf seinem Weg ins Paradies von dieser Göttin, Ixtab, die auch Seilfrau genannt wurde. Sie war die Göttin des Selbstmords, insbesondere durch Erhängen, und manifestierte sich als verwesender Leichnam mit einer Schlinge um den Kopf. Aha, da konnte man also abkürzen, wenn man sich selbst umbringt. Aha, sowas. Ehrenvoll, ja, ja. Nicht aus irgendwelchen dummen Gedanken. Monolithen freigeschaltet, alte Dialekte verbessert, kann jetzt entziffern. Sehr schön. Finde ich gut, dass sie das hier verstärkt nutzen. Das beschreibt etwas in der Nähe. Zwei Wächter haben Fänge. Zwei Wächter haben Füße. Ein Wächter hat beides, um mich besser zu beschützen. Oh, okay. Ah. Okay. Zwei Wächter haben Fänge. Zwei Wächter haben Füße. Ein Wächter hat beides, um mich besser zu beschützen. Sind wir direkt jetzt hier in dem... Das ist aber jetzt hier, oder? Schwingen. Wenn der Schwingen und Füße hat. Keine Schwingen hier. Oder ist vielleicht doch nicht hier, oder? Moment mal. Kann ja eigentlich nur hier drin sein, oder? Kann man das jetzt überhaupt finden? Lara, mach doch Licht an. Es ist zu dunkel. Hm. Beides. Was sind das für Fragen hier in so einem Stream? Wie kommst du darauf? IT-Sektor. Ja, springen wir einfach mal rüber. Interessant. Im IT-Sektor bin ich. Oh, wieder ein neues Rezept. Tada! Krallen des Adlers. Benutzen Sie einen Seilpfeil von Ästen, um Feinde zu töten und aufzuknüpfen. Ach, das ist dieser... Ah, okay, das ist dieses, ja, mit diesem Schwungangriff. Können wir uns so rüber schwingen? Mal sehen, wie das ist in der Praxis. Passt zu dir. Ja, irgendwie schon. Boah, ich finde die Atmosphäre richtig, richtig gut. Muss ich mal kurz gucken? Ja, könnte auch hier irgendwo sein. Naja. Da oben. Hm. Okay. Ersticken werden wir jetzt jedenfalls nicht. Geburt der Schlange. Diese grobe Skizze zeigt einen Tempel, der sich inmitten einer Stadt erhebt. Wenn ich die Augen zukneife, sieht er wie eine Schlange aus. Hm. Ja.
Na, aber. Oh, hier gab es schon wieder Massaker. Aber es ist schon eingetrocknet. Moment, jetzt muss ich hier nochmal gucken. Frag dich einer, was ist dein Zweitberuf? Sagst du so, also mein Zweitberuf ist professionelles Streamen und Zocken von Indie-Titeln. Ja, das werde ich auf jeden Fall verlauten. Aber das Professionelle, das lassen wir mal raus, weil das trifft ja nicht zu. Oder noch nicht. Ja. Ist ja mehr zum Entspannen gedacht, ja. Genau. Blockbuster, AAA, Indie-Titel, Horror-Games, Sonderstreams, Streams über den Tellerrand, Kommentar-Streams. Also ich mach schon echt einen guten Mix, ja. Ach so, da haben wir direkt die Lichtgebung von dem hier drüben. Muss ich nochmal hier gucken. Aber wie es natürlich gefällt, das entscheidet ihr natürlich. Und darum gibt es auch die Feedback-Box, die orange Box. Da könnt ihr gerne nochmal konstruktives Feedback hinterlassen oder Vorschläge zu Spielen, die selbst unter meinem Radar sind. Vielleicht finden die dann den Weg auch hier in die Gaming Lounge. Und dann kann ich mir das Ganze mal anschauen. So, jetzt gibt nochmal kurz her. Zwei Wächter haben Fänge. Dann haben wir ja diese Figur und die Schlange haben Füße. Ein Wächter hat beides. Einer hat beides. Also der hat Fänge. Schwingen. Und Fänge und Schwingen hat ja normalerweise der Wächter da hinten, der nicht mehr da ist, oder? Weil wenn ich jetzt hier so rumgehe, hier war ich ja schon mal dran, hier ist nichts bei dem hier. So. Vielleicht ist es auch ein bisschen anders gemeint. Vom Radius her. Halt, was ist hier? Moment, hier war doch was. Achso, das ist offen. Streams aus der Turbo Jaguar. Ja, ich wollte sie mal hoch. Weil du gerade Turbo schreibst. Ich wollte den ersten Lara-Teil mal auf die Turbo hochladen. Aber die Bedingungen sind nicht korrekt. Bitte überprüfen Sie das. Ey, ich hab's gefunden. Hier hinten. Moment, was haben wir denn jetzt für ein Tier? Ja, doch der. Was? Aber... Naja, wie auch immer. Wahrscheinlich nicht richtig dagestanden. Komm zu Lara, genau. Komm zu Twitcher. Kommt zu Twitchers Gaming Lounge. Monolith hat's gefunden. Durchsuchen Sie die Welt nach Monolithen und enthüllen Sie Ihre Geheimnisse. Ja, dann muss ich wahrscheinlich mal den Titel nochmal ändern, kürzer machen oder so. Irgendwas hat nicht hingehauen. Ja, YouTube ist ja immer so weinerlich. Und ja... Vielleicht klappt es dann beim nächsten Mal. Vielleicht mal morgen probieren. Jaguar, I'm the smartest. Yes! Aber der hat doch... Wo sind denn hier die Schwingen? Ja, Moment mal. Kann man das noch lesen jetzt? Nein, jetzt haben wir es ja gelöst. Ha. Naja, das haut nicht ganz so hin, aber okay. Gelöst ist gelöst. Moment mal, warum gucken hier rüber? Lara, hast du was entdeckt? Tatsache. Balamas, ein Dokument aus... Balams ist das Maya-Wort für Jaguare, die Maya wegen ihrer majestätischen Schönheit und gefährlichen Anmut verehrten. In den Dörfern der Maya gab es 4 Akantuns, Götzen, die in jeweils einer Ecke des Dorfes aufgestellt wurden. Nachts kamen 5 Geisterjaguare in das Dorf, wobei 4 von ihnen an den Akantuns Wache hielten. Ach so, oh, mein Fehler. Der kleinste Balam wiederum koordinierte ihre Bemühungen, das Dorf vor Fänge und Füße zu beschützen.
Der fünfte und kleinste Bartam wiederum koordiniert ihre Bemühungen, das Dorf vor bösen Dämonengeistern zu schützen. Naja, nicht schlecht. Naja, schön. So. Schön durch. So. Ah, okay. Das haben wir hier gehabt. Ist hier drumherum noch irgendwas? Genau. Hey. Nein. Gut, dann geht's hier weiter. Wow! Wow, wow, wow! Oh mein Gott! Was ist das? Also, Wasser? Das ist Wasser, wir können jetzt hier springen. Wie meinst du jetzt Tube Stream? Was, über YouTube Stream oder was? Nee. Ich werde das nochmal versuchen, Lara auch nochmal auf YouTube hochzuladen. Aber wie gesagt, ich probiere das noch ein, zwei Mal und wenn das dann immer noch so spinnt, dann lasse ich das. Jetzt müssen die mal in den Griff kriegen. Kann nicht sein, dass ich hier. Gilt ja nicht bloß für mich, dass man das hier so zig mal anpassen muss. Lara, du so. Ach Gott! Ich wollte jetzt eigentlich einen schönen. Oh, das war schön anzusehen. einen richtigen Sprung machen. Piranhas. Oh nein, ich hab's gewusst, dass sie kommen. Shit. Gefahren unter Wasser. Unter Wasser gibt es viele Gefahren wie Piranhas und Moränen. Ja, Moränen kennen wir ja schon. Nein, Video-Cook-Stream. Achso, du meinst es als Sonderstream. Was ist morgen? Morgen ist Donnerstag. Ne, morgen mache ich das nicht. Schaffe ich von der Zeit nicht. Also am liebsten ist es mir von der Planung, so hatte ich das ja auch vor angegeben, dass ich erstmal auf jeden Fall die Kampagne mit Lara durchmache. Und dann danach. Ja. Genau. Weil dann muss ich erstmal ein bisschen aussortieren, was das betrifft. Und dass wir dann einen guten Lauf haben. Dass ich das nochmal so mit Speisereise kombinieren kann, dann mal mit deinem. Oh, ich muss auftauchen. Und ja. Das ist immer ganz gut in größeren Abständen, weil man dann wirklich mal gucken kann, was ist Neues reingekommen. Und dann gibt es mal wieder ein direktes Kommentar von mir. Und dann kann man das gut so verbinden. Guter Querschnitt. Was denn wieder mal so Neues an Wahnsinn hochgeladen wurde. Oh, hier sind sie. Wow, schnell weg. Wie, was? Wir können sie drin verstecken vor denen? Ah, das ist nett. Luftblasen. Ja, gib mal schnell. Ja, okay. Ja, genau, so machen wir das, ne? Moment mal, was? Oh Gott. Weiß gerade nicht, wo ich hinschwimme. Oh Gott, wenn die uns einmal angreifen, können wir das überhaupt überleben? Oder sind wir dann sofort tot? Ich möchte es ungern herausfinden. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Was? Haben wir hier noch Kanister? Ja, Erfahrungspunkte sind immer gut. Nehmen wir einfach mal hier hinter, oder? Lohnt sich das? Ja, gut, dass wir diese. Die Luftlöcher haben. Aha. Okay. Oh oh. Komm schon, Lara. Und tief Luft.
Okay. Ja, wir müssen darüber, alles klar. Na, ist ja klar, das ist jetzt hier. Oh, schnell weg. Wow, wow, wow. Nein, nein, nein. Geh mal hoch. Was ist denn das hier? Achso. So, wir können ein bisschen länger die Luft anhalten. Aber nur ein bisschen, so. Oh mein Gott. Schon. Oh, 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 oh. Hoch mit dir. Oh Gott, ich glaube, das wird nichts mehr. Ins Licht? Nein, verdammt. Oh shit, nein. Okay, wir sterben sofort. Alles klar, wissen wir Bescheid. So. Okay, okay. Dahinter. Dahinter müssen wir, okay. Kann ich hier irgendwie hier abkürzen? Ist es möglich, hier durchzuschwimmen? Ja. Wow, no! Ach komm, wieso? Oh. Aber ich bin doch gar nicht verletzt gewesen. Und Blut ist ja auch nicht gewesen. So. Na gut, dann müssen wir das wohl abwarten. Oh. Yo! Ich kann mich nicht mehr heilen. Boah, das ist echt... Ja. Ja. Wir haben zwar das Upgrade für schneller schwimmen und länger Luft anhalten, aber wer das jetzt nicht gemacht hat und in eine andere Richtung ging, kann man das denn überhaupt hier schaffen? Oh, da sind sie schon wieder. Okay, haut bloß ab. Okay. Nein, 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 bleib hier. Können wir uns auch verstecken. Okay, es klappt. Komm schon, Lara. So, hier rüber. So. Ja. Da ist Luft. Komm schon, komm schon. Oh, Gott sei Dank. Okay. Hier lang? Okay. Sieht ganz gut aus. Oder auch nicht. Ah, hier geht's hoch. Oder raus zumindest. Jetzt. Jawohl. Oh, wir sind draußen. Pfad der Toten. Nach Kuwagiak zurückkehren. Moment, hier ist es gewesen? Okay. Wie weit bist du denn jetzt in der Kampagne? Ich glaube, ich bin bei... Kann man das jetzt sehen überhaupt? Nein, kann man nicht sehen. Ich glaube, bei 30... Knapp 30%. Alter, also das ist nur der Bereich, 47%. Ja. Boah, ich genieße das voll. Das ist richtig gut. So. Okay, wir sind wieder hier zurückgekehrt. Schön. Hell, wer redet hier? Keine Ahnung. Was ist denn da drüben? Also. Alles voll. Warte mal, können wir uns eigentlich heilen? Nein, wir sind topfit. Okay. So. Basislager? Ihr Omikron-Team. Wir wurden angegriffen. Basislager, komm! Irgendwas? Spring! Was hören. Krallen des Adlers. Oh! Wenn sie sich auf einem Ast befinden, halten Sie Y, um einen Seilpfeil abzufeuern und einen Feind durch Hochziehen auszuschalten. Es kann nur eine Leiche pro Ast versteckt werden. Warte mal, wo ist denn der andere Typ? Okay. Scheiße,
Scheiße, Scheiße. Du bist vorbei. Tschüss. Yo! Ich kann noch. Oh Gott. Sie sind hier. Du kannst mich nicht sehen. Oh Gott, der Typ ist durchgedreht. Was? Schweine? Meerschweine? Okay, das sah jetzt ein bisschen komisch aus, aber ja. Cooler Move. Wo bist du? Warte mal, wenn du dort guckst, da kann ich doch schön in deinen Kopf schießen. Tschüss. Wovor haben die so viel Angst? Naja, warte mal vor dir jetzt. Ich werfe mal kurz eine Tablette ein. Es geht doch bestimmt noch um diese Figur, die hier so rumgeistert. Da unten ist nichts, okay. Okay. Scheiße, ich habe mein Funkgerät verloren. Sein Funkgerät verloren? Okay. Oh, die sind schon besser ausgestattet hier. Wow, wer ist das? Das ist nicht Jonah. Na, kommt keine Verstärkung mehr. Verstärkung ist unterwegs. Sie sollen sich beeilen, verdammt! Okay, das ist schon Gold. Ah, hier kann ich nicht hoch. Unmöglich. Ich kann nicht. Operationsupdate? An Dr. Dominguez. Wir haben unser Lager nahe der aufgegebenen Ölraffinerie außerhalb des Dorfes aufgeschlagen, suchen die Gegend weiter ab, haben Kontakt mit den Dorfbewohnern aufgenommen. Keiner von ihnen hat Informationen über den einsamen Wolf. Eine kleine Gruppe hat sich aus dem Hauptlager abgesetzt und Vorräte für 2 Wochen gestohlen. Empfehle die Beseitigung dieser ehemaligen Mitarbeiter nach Abschluss der Operation. Noch keine Spur von Croft. Es gibt Berichte über einen Flugzeugabsturz 10 Kilometer vom Dorf entfernt. Vielleicht haben wir ja Glück. Anmerkung. Ein Dorfbewohner meinte, eine gewisse Abby Ortiz sollte möglichst nichts von unseren Aktivitäten mitbekommen. Haben ihren Namen ans Hauptquartier geschickt. Dossier trifft in Kürze ein. Wir prüfen derzeit verschiedene Vorgehensweisen und Notfallpläne. Okay. So, Feuerpfeile. Normale Pfeile. Okay. Zurück! Ich warne euch! Bleibt bloß weg von mir, verdammt! Pfad der Toten durch den Hangar gelangen. Alles gut. Okay. Ach, dann sind wir wieder hier vorne am Grab. Ach so. Ja, das finde ich immer gut, wenn die das immer verbinden. Ich weiß noch, das haben die bei Dino Crisis. Ich hoffe, da kommt irgendwann mal ein neuer Teil, aber wahrscheinlich erst für die nächste Generation. Immer richtig gut verbunden. Da war ein Durchgang, eine Tür oder so. Da dachte man, was ist denn das? Wo kommt man hier lang? Und wenn man dann drin war und kommt wieder raus, sagt man, ah, hier ist man gewesen. Das war richtig gut. Kannst du sagen, was passiert ist? Da waren nur Klauen. Zähne. Sehr hilfreich. Hey, etwas verrückt. Sehr hilfreich. Der Angriff. Die Schreie. Knochen. Es ist vorbei. Du bist sicher. Sie sind überall. Alles okay jetzt? Nein, es ist nichts okay. Hier kann ich hoch. Und tschüss. Wir sind tot. Wir sind tot. Ja, die Animation sieht ein bisschen komisch aus, weil die das an den Arm festmacht. Wir müssen das wirklich um den Hals legen. So. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ja, noch haben wir alles irgendwie in Mengen, aber dann fast gar nichts mehr. Der ist isoliert. Den nehmen wir mal. Oh, oh, oh.
Okay, war stark genug. Ja, ich wollte eigentlich einen Kopftreffer, aber naja. Schlammbedeckte Wände. Wo ist Schlamm? Gott, da hinten ist auch noch einer und da oben. Ah. Wow. Was ist das jetzt? Ist hier jemand? Nee. Ach, hier ist Schlamm. Na? Was ist denn das hier von Tänzchen? Oh shit, vorbei. Nein, verdammt. Bleib mal still hier. Dankeschön. Ja, hier. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, du sollst dich bloß mit Schlamm bedecken. Alles gut, Lara. So, noch ein paar Pfeile gemacht. Dafür habe ich nicht genug Platz. Natürlich kannst du es mitnehmen. So. Da oben ist der. Ja, hier kommt diese. Ich glaube, wir treffen gleich dieses Wesen oder wer das sein soll. Vielleicht ist er auch bloß ein Kind. Der Freak! Oh Gott, das war jetzt echt ein bisschen blöd von mir. Weg, weg, weg! Ach du Scheiße. Ja, der hat mich natürlich voll gesehen. Man kann oh mein Gott. Weg hier! Oh shit. Nicht ich, du. Hä, warum wirkt das nicht? Was? Okay, das muss ich nochmal machen. Der Helm hat einen Explosionsschutz. Ja, muss er systematisch vorgehen, den Kopf dann weg von oben. Verstärkung ist unterwegs. Scharfschützen und dann die anderen. Bleib bloß weg von dir, verdammt! Ganz ruhig, alles gut. Kannst du sagen, was passiert ist? Da waren nur Klauen. Zähne. So, machen wir den eben so. Der Angriff. Die Schreie. Knochen. Es ist vorbei. Du bist sicher. Okay, hier sind wir getarnt. Sind sie noch in? Alles okay jetzt? Okay, den müssen wir anders aus dem Weg nehmen. Sie sind überall. Alles okay, alles gut. Oh! Okay, alles gut. Wir müssen einfach nur warten, bis die Verstärkung. Na klar. So, bei dem müssen wir, wie gesagt, aufpassen. Da ist der Ass, da kann ich hier rüber. Einsammeln können wir danach. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ja. Es muss wow! Ah, Mensch. Irgendwie. Oh! Oh, oh, oh. Ah, alles voll. Wow, 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 Vorsicht! Sie sind unterwegs. Es ist fast vorbei. Die geht dann auch nicht runter, wenn diese Tarnung nicht ist. Moment mal, kann ich hier? Die Leute waren zu lange im Dschungel. Ja, Molotow. Jetzt drehen sie durch. Nee. Boah. Spiel mit dem Feuer. Zwei Feinde gleichzeitig verbrennen. Naja. Und einen Fähigkeitspunkt dazu bekommen. Nice. Oh, hier bemerkt mich jemand. Oh, oh, oh. Verstanden. Wir finden raus, wer das war. Okay, die zwei sind jetzt tot. Hier geht irgendein Scheiß vor sich. Ja. Geht richtig gutes Zeug vor sich. So. Gehen. Machen wir uns mal wieder schön. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ja. Okay, der ist tot. Ah, der ist aufmerksam. Der andere ist dahinter, okay.
Geht das trotzdem? Fängt der andere an zu ballern, oder? Oh. Abtauchen. Okay, es hat zum Glück ein bisschen gedauert, bis er uns gesehen hat. Dann hat er gleich geworfen. Wow! Der war schnell da. Wir sind hier. Noch 60 Sekunden und wir sind drin. Okay. Sichert den Bereich, Männer. Gut, dann haben wir den. Freakbutt. Was sind das für Kreaturen? Wie, was? Das sind mehrere? Ach du Scheiße. Oder bin ich verletzt? Es muss einen Weg hier rausgeben. Vielleicht in der Richtung, wo sie herkamen. Ja, warte mal, wir müssen erst mal gucken hier. Wir müssen sowieso darüber. Tarnung. Da vorne lag, glaube ich, auch noch einer. Oder habe ich den schon eingesammelt? Nein. Wir müssen nochmal hier gucken. Hier ist alles voll. Okay. Kann ich nochmal eine Tablette einwerfen? So, okay. Das ist immer noch voll. Hier drin ist... Ah. Kanister. Ja. Explosiver Kanister, ja, wie Molotow-Kanister, sozusagen. Aber, loslassen? Das kann nicht sein, dass ich loslasse, bloß mit einem Angriff. Muss ich nochmal nachgucken. Wir immer noch. Müssen wir nochmal auffrischen? Jetzt können wir es nicht mehr verwenden. Ja. Okay, Wirkung ist vorbei. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Schon dahinter? Ja, alles klar. Aus jeder Richtung kann irgendwas kommen. Das ist schon krass. Oha. Alles voll. Gott, ich habe überall. Oh! Diese Kreaturen haben sie getötet. Aber warum? Jonah, Abby. Hey, Lara? Ich hab was gesehen. Trinity wird gejagt. Von irgendeiner Kreatur. Was? Sie hat Zischlaute gemacht und war sehr schnell. Lara, das klingt wie die Legende von den Pistakos. Soll das ein Witz sein? Nein, ich weiß, was ich gesehen hab. Bist du in Sicherheit? Ja, ich bin auf dem Rückweg. Okay, also, die Legende. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Warte mal, können wir noch mal was nachfüllen? Flammenpfeil. Und noch ein paar normale Pfeile. Okay. So, okay. Suche auf dem Globus. Bericht über die Suchteams und deren Funde. Bereich Zentral- und Südamerika. An Dr. Dominguez. Mexiko. Cozumel. Tempel der Chakchel entdeckt. Städte stillgelegt und gesäubert. Brasilien. Region Tiximitari. Eine Sackgasse. Städte stillgelegt und gesäubert. Verlegung des Teams nach Trinterira Vacaja. Region Munduruku.
Suche bislang ergebnislos. Probleme mit der Regierung. Empfehle Schließung der Städte. Erwarte weitere Anweisungen. Region Trinterira Vacaja. Fortschritte mit einheimischen Stämmen erzielt. Untersuchung wird fortgesetzt. Peru. Kuwak Yaku. Tempel entdeckt. Nachforschungen laufen. Okay. Ach ja, den haben wir noch nicht. Gar nicht gesehen. Noch eine. Hier ist noch eine Box. Also. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Okay. Moment mal kurz. Hier drüben. Noch irgendwas hier hinten, ja. Nur nicht hoch, okay. Ja, alles klar. Oh, hier sind wir richtig rein. Hier durchgezogen. Ach, Moment, hier ist noch was. Gold, okay. Boah, hier kann man so viel so schnell verpassen. So, Moment mal, an der Ecke war da noch so eine Abzweigung. Nur der Durchgang hier, okay. Naja, das ist schon krass. Ach, Lara, mach doch den richtigen Sprung. So, ist hier unten was? Naja. Na, hier. Ah, hier ist was. Gut. Das sah gerade wie eine Echse aus hier. Ja, aber es ist nur Holz. Wie haben wir? 4 Fähigkeitspunkte. Oh, ja, dann. Das haben wir doch jetzt hier bekommen. Genau, Krallen des Adlers Sucher. Benutzen Sie einen Seilpfeil von Ästen, um Feinde zu töten. Aufzuknüpfen. Jawohl. Bekommen und dafür erhalten. Lockpfeile. Stellen Sie Lockpfeile aus feindlichen Leichen her. Feinde werden angelockt und lösen eine tödliche Schrapnellexplosion aus. Oh, wow. Nadel der Echse. Überreste Outfits benötigen wenige Ressourcen, um ihre frühere Pracht wiederherzustellen. Pracht? Wie so denn das? Ausschaltkette. Ja. Muss natürlich günstig stehen. Das werden wir bestimmt noch später noch öfters brauchen. Sie fallen nie. Was ist das? Setzen Sie ungepanzerte Feinde außer Gefecht, wenn Sie ausweichen und dann kontern. Kampfsachen werden mit Sicherheit noch später intensiv werden. Kopftreffer, Zielunterstützung. Was haben wir hier noch? Mit Überlebensinstinkt sehen. Schalten Sie die nächste Waffen-Upgrade-Stufe frei. Ja, das nehmen wir jetzt mal. Okay. Ach, hier brauche ich schon wieder 3. Was haben wir hier noch? Weisheit der Eule. Achso. Halten länger an. Ja, das ist noch okay so.
3, 2 und 3. Das ist mit Zeitsymbol, okay. Sehen Sie Fallen mit Überlebensinstinkt? Überlebensinstinkt? Hm. Es gibt natürlich dann eine heftigere Reaktion, wenn wir das nicht bemerken und dann plötzlich verunglückt sind. Griff des Adlers. Erhöhte Chance, seltene Tiere zu finden. Ja, wir brauchen für bestimmte Sachen seltene Tiere. Was haben wir hier? Schimmer der Schlange. Leuchtmunition. Oh. Blenden und betäuben Sie ungepanzerte Gegner für einige Sekunden. Das ist auch nicht schlecht. Betäubung der Boa. Okay. Erschütterungspatron. Leuchtmunition, Erschütterung. Betäubter Feinde. Ah, es wirkt länger. Okay. Giftgranaten. Oh, das wird noch richtig gut. Ja. Achso, da brauchen wir erst das. Hm. Nadel der Echse, Schuppen der Schlange. In der Schlange 2, in der Schlange 3. Halten einfach länger, ja. Nadel. Outfit, das ist nicht so wichtig. Lockfalle. Ja, wir kommen noch ganz gut ran. In der Giftwolke, das ist schon ganz cool. Moment mal, das ist Gen Z Lockfalle. Feinde werden angelockt. Ne, Moment mal, was? Stellen Sie Lockfallen aus feindlichen Leichen her. Lockfallen. Feinde werden angelockt und lösen natürlich Schrapnell. Ach, das ist das. Und dann Lockpfeile. Ja, ich nehme mal das hier. Schlinge der Viper. Halten Sie RB in der Nähe einer feindlichen Leiche gedrückt, um damit eine Falle zu bauen. Wenn andere Feinde einen präparierten Körper untersuchen, detoniert die Falle in einem tödlichen Hagel von Schrapnell. Jawohl. Das können wir gut taktisch einsetzen. Also, wir beiden. Ja, geh schlafen. Dann bis morgen. Vielen, vielen Dank fürs Reinschauen, fürs Dabeisein. Ja, war wieder wunderbar mit dir. Und dann geht's wieder live weiter. Morgen Abend. Genau. Mit Lara, mir und euch. Und ja, wird wieder eine coole Session. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ich mache noch ein bisschen weiter und dann ist auch das Tor geschlossen. Vielen, vielen Dank. Ja, komm gut durch die Nacht. Bis dahin. Danke dir und ciao. So, Inventar, haben wir noch was Neues? Oh ja. Oh, dann sind wir mit den Aufsätzen dann durch, oder? Ja. Schaden können wir jetzt ein bisschen aufholen. Was haben wir hier noch? Feuerrate. Gepanzert. Munitionskapazität. Ja. Und aber ich, wenn ich das upgrade, auswerfe, ein weiterer geölter Patronenauswurf. Jo, viel Spaß noch. Ja, alles klar, danke dir. Ein weiterer geölter Patronenauswurf reduziert die Störanfälligkeit, verbessert die Schussfrequenz. Yep. Gut, und das andere kommt dann später mal mit dem Schaden. Okay. Dann haben wir hier noch drei Upgrades. Moment mal, was? Aber erstmal das andere. Präzision müssen wir mal hochnehmen. Ja. Nein, halt. Mündungsbremse. Ja, okay. Ja, man kann das eben nicht überspringen. Also, Präzision. Und dann können wir, machen wir gleich nochmal Präzision. Okay. Moment, ich habe doch noch ein Upgrade. Aber das hier, genau. Präzision.
Das hat ordentlich gewirkt. Ergonomischer Griff. Ja, die Unterschiede sollte man schon sehen, damit man das auch dann ja, wahrnimmt. Ein lederumwickelter Griff ermöglicht einen komfortablen Halt und gleicht den Rückstoß besser aus. Ja, nehmen wir mal den Flussfalke zur Abwechslung. Und ja, dann haben wir die Upgrades hier erstmal durch. So, Moment, da fällt mir gerade ein, wir können hier nochmal schauen bei den Outfits. Brauchen aber noch ein bisschen Tierhaut. Ja, okay, alles klar. Ja, und das ist Ausrüstung. Alles klar. Ja, können wir speichern. Lara, speichern. Wäre ganz gut. Jetzt speichert's, okay. Da müssen wir hin. Vater Toten, Jonah in den Ruinen treffen. Okay. Hier. Jonah und Abby, oder? Jonah? Wir sind unten. Okay. Wie hier unten oder da unten? Warte mal. Was ist denn hier oben? Ja, okay. Ja. Ein Steinabrieb über den Tempel des Todes. Vom Leben bis zum Tod, vom Vollmond bis zum Neumond dient dieser Tempel als Wächter der Schatulle. Okay, das ist also der Wächter. Das klingt so, als wäre die Schatulle irgendwie in der Nähe. Okay, Lara läuft sehr langsam. Oha. Naja, wir gehen gleich runter. Ich muss das hier mal auf. Okay. Das Tor gefunden. Also die Abby weiß ja den Eingang. Okay, ist irgendwas Spezielles? Na Moment, wir gehen hier rüber. Okay, jetzt läuft's wieder. Jetzt läuft's wieder ganz langsam. Das ist klar. Ja, wer rennt, übersieht ja die Sache. Also ist schon okay. So. Ja, wir gehen jetzt hier lang. Okay. Wir haben sie aufgebrochen. Die ganzen Lampen mitgenommen. Hey. Habt ihr schon reingesehen? Wir haben auf dich gewartet. Danke. Was wir da wohl finden? Auf dem Bild waren Prüfungen abgebildet. Wow! Na super. Ich kenne einen anderen Weg. Okay, ich gehe vor, wir treffen uns dann dort. Na, also. Weg zur verbogenen Stadt. Die Prüfung des Jaguars abschließen. Ach komm. Oh oh, wenn ich die Köpfe schon sehe. Das sieht schon sehr mies aus.
Wow, 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 Moment. Puhu. Doch, ganz unten ist Wasser, ja. Ist das noch das ist dasselbe Bildnis? Das ist praktisch derselbe Raum, nur anders. Ah, die macht den Sprung nur in gewisser Höhe. So. Voll. Oh. Ist noch irgendwas zum Graben, oder? Ja, hier. Nee. Na. Oder ist es jetzt bloß wegen der Luft? Na, okay. Oh, wieder so was Enges hier. Oh Mann. Oh Gott, Hände. Oh, hell no. Nein! Nein! Oh, bei dem kann ich mich wehren. Das ist cool. Hau bloß ab. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Wohin? Ja, es gibt immer irgendwas, was man ein bisschen verpasst. Weg zur verborgenen Stadt, okay. Okay, hallo. Ja. Jonah, ich bin jetzt in einer Art Höhle. Es gibt Anzeichen, dass hier Menschen waren. Jonah? Na, klasse. Was? Lara, du musst dich schon festhalten. So. Moment mal, das ist doch die Spinne. Jo. Das ist doch die Spinne. Falls du mich hörst, ich glaube, ich bin auf dem Weg, bei der Spinnenprüfung. Ich versuche, nach oben zu kommen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Mhm. Das Wasser ist so klar. Und
kalt. Ah, okay. Oh, hell no. Freak is this? Ew. Okay, was haben wir hier? Die sitzen. Moment. Dem ist kalt. Was sind das für Rituale hier? Jadeerz. Dieses wertvolle Mineral wird hauptsächlich unter Wasser in Erzadern gefunden. Wird für Geschäfte bei Händlern verwendet. Hm. Wertvolles Mineral, das großteils unter Wasser in Jadeadern zu finden ist, an Händler verkaufen. Ja. Sollen wir wahrscheinlich gar nicht wegnehmen, oder? Oh. Ja, mal kurz hier Tablette reinwerfen. Okay, da sind einige Sachen. Ach so, das sind natürlich die Käfer und die Spinnen. Komm zu mir. Gib das Gift. Für Gift Sachen. Also für Sachen mit Gift. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Jetzt bin ich wieder hier. Ach so. Okay, Wirkung ist vorbei. Gut, dann ist es nicht ganz so schädlich. Oder was war denn hier? Haben die sich hier... Ja, die waren alle noch ein bisschen kleiner. Wow, Moment mal. Muss ich rein? Hm. Okay, dann führt es nur direkt hier rum. Geh da mal rein hier. Alter, an Felswänden werfen sie mit X ihre Hakenaxt, während sie springen, um entfernte Felswände zu erreichen. Geschafft. Eine Riesenspinne, oder? Prüfung des Adlers. Direktes Durchkommen. Oha. Oh. Unglaublich. Weg zur verbogenen Stadt, die Prüfung des Adlers abschließen. Jonah, ich bin an der nächsten Prüfung, dem Adler. Ich denke, sie hat irgendwas mit dem Wind zu tun. Mein Kurs bleibt west. Gehe jetzt nach unten. Da ist ein unterirdischer Fluss. Okay. Hm. Unterirdischer Fluss, okay.
Jawohl, Basislager. Was steht wohl am Ende dieser Prüfungen? Die verborgene Stadt, hoffe ich, aber was noch? Ja, irgendwas wird da schon noch sein. Weisheit vielleicht. Erkenntnis. Hier geht's auch noch lang. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Archäologin. Eine Artefaktsammlung vervollständigen. Story abgeschlossen. Exodus. Schön. Das ist echt gut. Moment mal. Das ist Feuer. Dafür habe ich nicht genug Platz. Sie steht noch, nach Jahrhunderten voller Stürme und Erdbeben. Oh wow. Yo, wo soll man sich hier festhalten? Aber ich muss doch hier lang. Oder nicht? Oder wie? Oder hier drüber, oder was? Ach komm, Lara. Der kleine Sprung. Wo soll ich mich festhalten? Ich muss dahin, da ist das. Moment mal, wo ist denn hier so ein... Ach Moment, hier ist doch markiert. So, so, so. Na, alles klar. So, hier geht's dann hoch. Ich muss die Maschine in Gang setzen. Ja, sonst kommen wir nicht rein. Moment mal, hier ist offen. Nein. Hier sind die. Ich muss runterklettern. Ich denke erstmal hoch. Ach so, ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich muss runterklettern.
Okay. Hm. So, hier lang. Aber ist das nicht hier? Ist doch hier oben. Warte mal. Ja, aber es wird nicht verbunden. Ah. Was? Lara, wo willst du hinspringen? Was? Okay. Krass gesprungen. Richtig krass gesprungen. Okay, wir sind jetzt irgendwas hier drüben. Seil verbinden. Ja. Okay, dann von der Seite. Ach, verdammt. Vielversprechend aus. Ah. Okay, coole Sache. Oh shit. Ja, das sieht echt gut aus. Schöne Malerei und ja. Hier geht's um Timing. Ja, Timing. Nein! Ach, du warst doch... Oh. Hier geht's um Timing. Mhm. Oh Gott, hier müssen wir ja... Okay, das war aber jetzt auch... glücklich gehalten. Was hat sie gesagt? Geschafft? Ja. Gut gestorben. Hier geht's um Timing. Ja. Hier können wir unten bleiben, oder? Ja, ja, ja. Okay. Hier können wir hoch. Ach, Lara, weißt du... Du musst die festhalten. Hier geht's naja. Okay, hier dranbleiben. Die drehen sich mit. Das heißt, wir müssen dann hier hoch und dann nochmal rühren. Mach, 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 mach. Boah. Ja, jetzt stimmt's. Was?
Wir haben wieder drei Tore. Okay, nächste Leiter drehen, genau wie die erste. Was, muss ich das jetzt hier verbinden, dass ich hier hochkomme, oder was? Die dreht sich. Ah, super. Naja, gut. Aber hier brauche ich ja eh nur hoch, wenn das verbunden ist. Die geht noch nicht. Aha, und dann bei der hier hoch, okay. Ja. Mehr Segel. Whoa, 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 shit. Ja, das war richtig knapp. Okay. Ich muss die Mittelsäule erreichen. Ja. So. Nur hier. Das könnte klappen. Ah. Verdammt, der Hebel kann die Tür nicht mehr halten. Ich verstehe. Was? Wie schnell soll das gehen? Das funktioniert nicht. Und jetzt mit der Mittelsäule verbinden. Ja. Achso, Moment, wir müssen das hier. Ja, alles klar. Hm. Warte kurz. Ja, das hält. Ja. Genau so. Fähigkeitsbogen, yes. Ha.
Oh, hell no. Verdammter Mist. Na gut, okay. Alles klar. Ja, war wieder eine richtig coole Session mit euch. Vielen, vielen Dank fürs Reinschauen, fürs dabei sein. Und beim nächsten Mal geht's dann weiter. Dann werden wir hier dieses Rätsel des Adlers knacken. Und ja, das hat uns jetzt ein bisschen in die Hände gespielt, dass das jetzt zerstört ist. Oder vielleicht auch nicht. Wir werden es beim nächsten Mal erfahren. Und oben links sehen wir schon den Höhleneingang. Das ist unser Ziel. Ja, geht's dann da weiter. Vielen Dank fürs Reinschauen. Macht's gut. Und ciao!